Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber in Österreich ist, glaube ich, jetzt endlich der Herbst angekommen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ist es total neblig draußen und es ist richtig düstere Stimmung. Am Nachmittag scheint meistens die Sonne, wie jetzt gerade auch. Aber ich habe gesehen, ab Sonntag soll es richtig kalt werden, so mit Maximaltemperatur von 8 Grad. Das heißt, der Herbst kommt jetzt bestimmt und ich denke, damit dann auch sehr schnell der Winter. Aber ich freue mich sehr auf die kältere Jahreszeit und ich freue mich vor allem auf das Bücherlesen in der kälteren Jahreszeit. Ich habe euch ja schon meine Herbstleseliste vorgestellt, also welche Bücher ich gerne lesen würde. Aber heute möchte ich euch auch gerne meine Herbstfavoriten vorstellen. Also welche Bücher meiner Meinung nach perfekt in den Herbst passen, die diese düstere, gruselige, melancholische Stimmung perfekt einfangen. Ich würde sagen, wir starten gleich. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, habe ich tatsächlich erst vorgestern oder so beendet und das war eine komplette Überraschung für mich, denn ich war nie wirklich an dem Buch interessiert, aber ich war dann ein bisschen in einer Leseflaute und hatte total Lust auf ein Fantasy-Buch, vor allem auf ein einfaches Fantasy-Romance-Buch, denn diese Bücher bringen mich, glaube ich, immer aus einer Leseflaute raus und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Divine Rivals von Rebecca Ross zu lesen. Ich habe das auf meinem Kindle gelesen und das ist eigentlich ein Young Adult Fantasy Buch, also es ist eigentlich für junge Erwachsene und ich glaube, das war das erste Young Adult Buch, was ich jetzt als Erwachsene gelesen habe und ich dachte eigentlich immer, dass dieses Genre nichts für mich ist, aber ich muss sagen, Divine Rivals hat, glaube ich, wirklich meine Meinung geändert. Ich bin nicht mit sehr hohen Erwartungen in das Buch reingegangen, aber ich wurde dann so in diese Welt reingezogen und es ist theoretisch ein Fantasy-Buch, obwohl ich sagen muss, für mich hat es sich mehr wie ein Buch über Magie und Zauber angefühlt. Natürlich ist es auch zum Teil Fantasy, aber irgendwie hat es perfekt diese magische, fantasievolle Stimmung eingefangen. Es gab auch eine Liebesgeschichte und da es ein YA-Buch ist, ist es natürlich nicht spicy, es gibt keine spicy Szenen und ich glaube, dadurch kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf die menschliche Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung von den Charakteren fokussieren und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. In dem Buch verfolgen wir Iris und Roman und Iris ist unsere Hauptcharakterin. Sie wohnt mit ihrem Bruder und ihrer Mutter zusammen und dann bricht aber plötzlich ein Krieg der Götter aus und ihr Bruder wird in den Krieg einberufen und danach stellt sich Iris' Leben komplett auf den Kopf. Sie bricht die Schule ab, sie versucht einen Job zu finden, die Beziehung zu ihrer Mutter wird immer komplizierter und diese Situation mit dem Krieg und die Sucht ihrer Mutter nagen so krass an ihr, dass sie versucht, ihre Gedanken, ihre Gefühle auf Briefen aufzuschreiben und an ihren Bruder zu schicken, aber ihr Bruder meldet sich nie zurück, das heißt, die Briefe bleiben unbeantwortet, bis sie eines Tages eine Antwort bekommt, wo nur die Nachricht oben steht, ich bin nicht Forrest, ich bin nicht dein Bruder. Und dann startet die sehr spannende Geschichte von Iris' Leben, wie sich ihr Leben weiterentwickelt. Und das mit den Briefen und mit dieser Zauberei fand ich so perfekt, vor allem für den Oktober jetzt, auch mit Halloween passt es, glaube ich, genau zu dem Vibe jetzt gerade. Und wenn ihr Divine Rivals noch nicht gelesen habt und vielleicht auch nicht so Fantasy-Freunde seid, dann ist das, glaube ich, ein sehr passendes Einsteigerbuch, denn es ist nicht zu viel Fantasy, es ist auch ziemlich viel Liebesgeschichte, aber auch eine krasse Charakterentwicklung und die Charaktere sind auch wirklich vielschichtig und wir lernen viel über Iris, aber auch über Roman und dann auch über Forrest, ihren Bruder, kennen und es war eine so schöne Geschichte, die mich so überrascht hat und deswegen würde ich euch Divine Rivals im Herbst auf jeden Fall empfehlen. Dann als nächstes möchte ich euch so ein sehr typisches Herbstbuch zeigen, das, glaube ich, jeder vorstellt, aber es ist auch eines meiner Favoriten und ich glaube, es passt perfekt in den Herbst. Deswegen möchte ich es euch auch kurz zeigen und das ist The Secret History von Donna Tartt. Das ist ein Dark Academia Buch und wir verfolgen hier eine Gruppe von Elite-Studenten und Richard. Richard ist auch auf dieser Elite-Universität, aber ist eigentlich aus keiner reichen Familie und möchte das aber vor den anderen verbergen, einfach um dazu zu gehören. Und dann eines Tages wird einer von dieser kleinen Gruppe der Elite-Studenten umgebracht und wir erfahren auch gleich in der ersten Zeile im Buch, wer umgebracht wird und dann verfolgen wir die Rückblicke in der Geschichte, wie es zu dem Mord gekommen ist. Und das Buch ist
verrückt. Als Leser fühlt man sich wirklich komplett in der Geschichte drin. Man fühlt sich, als wäre man Teil dieser Studentengruppe. Ich war selbst manchmal paranoid, wenn ich dieses Buch gelesen habe, weil alle Charaktere eigentlich sehr viele Probleme hatten. Und oft, wenn man an Elite-Studenten oder reiche Menschen denkt, denkt man, oh, ihr Leben ist so einfach, alles ist perfekt. Und Donatal hat uns wirklich gezeigt, dass es nicht so ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es war eine sehr spannende Geschichte. Ich war die ganze Zeit wirklich on the edge of my seat, weil ich einfach wissen musste, wie es weitergeht. Und auch dieser psychologische Aspekt der Geschichte hat mir so gut gefallen, weil einfach Psychologie ein sehr großes Thema in dem Buch war und alle Charaktere wirklich viele Probleme hatten. Und es war einfach so spannend, darüber zu lesen und dann auch noch diese Mordgeschichte aufzudecken. Wenn ihr eigentlich keine gruseligen Mordgeschichten, Horrorbücher mögt, dann seid nicht abgeschreckt von Dark Academia. Das ist jetzt zwar das erste und einzige Dark Academia Buch, das ich gelesen habe, aber ich hasse eigentlich Horrorgeschichten, ich mag das überhaupt nicht, aber das hat mir wirklich gut gefallen und ich hatte nie Angst, ich konnte gut schlafen, also wenn ihr eigentlich auch Abstand von dieser Art von Büchern nehmt, dann kann ich euch The Secret History wirklich nur empfehlen. Große, große, große Herzensempfehlung. Ich glaube, das nächste Buch ist ein sehr kontroverses Herbstbuch, allein schon wegen dem Titel, und das ist Beach Read von Emily Henry. Ich weiß, man denkt vielleicht wegen dem Cover und auch wegen dem Titel, oh, das ist ein perfektes Sommerbuch, aber ich finde nicht. Ich finde, die Stimmung in dem Buch war auch sehr melancholisch, sehr traurig. Und sie sind nicht wirklich an einem Strand, sie sind an einem Haus am See. Und da ist es eigentlich nicht sehr warm und eher so herbstlich. Und ich finde auch, die Stimmung in dem Buch passt perfekt in den Herbst. Und das Buch ist natürlich, wie die meisten oder vielleicht alle Bücher von Emily Henry, eine Liebesgeschichte. Wir verfolgen zwei Autoren, wobei January, unsere Hauptcharakterin, immer Liebesgeschichten mit Happy Ends schreibt. Und ihr akademischer Feind Gus schreibt immer diese Sachbücher oder Bücher, die auf einer wahren Geschichte basieren, die aber meistens auch sehr düster, traurig und dramatisch sind. January hatte während der Uni immer das Gefühl, dass Gus sie hasst und dass er glaubt, dass ihre Geschichten einfach nur schlecht sind und keine wahrheitsgetreuen Geschichten sind, denn in der realen Welt gibt es kein Happy Ending. Aber wie der Zufall es so will, treffen sich January und Gus später in ihrem Leben wieder und finden dann auch heraus, dass sie eigentlich mehr gemeinsam haben, als sie dachten. Und wir verfolgen natürlich ihre gemeinsame Geschichte und das war wirklich ein herzzerreißendes Buch, aber auch ein sehr schönes Buch. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe alle Gefühle gefühlt, die ich bei einem Buch fühlen möchte. Und ich glaube, Beach Read ist eines meiner liebsten Emily Henry Bücher. Wenn ihr noch kein Emily Henry Buch gelesen habt, dann würde ich euch Beach Read auf jeden Fall empfehlen. Und was ich bei Emily Henrys Liebesgeschichten sehr gerne mag, ist, dass die Charaktere auch immer ein bisschen komplexer sind und es nicht nur um die Liebe oder um spicy Szenen geht, sondern sie geht wirklich bei den Charakteren in die Tiefe. Wir lernen sie genauer kennen. Alle Charaktere haben auch ihre Probleme und sind nicht einfach nur perfekt. Und genau deswegen mag ich Emily Henry so gerne und Beach Read ist wirklich eine große Empfehlung, eines meiner Lieblingsbüchern und obwohl es der Titel vielleicht nicht zeigt, ein perfektes Herbstbuch, meiner Meinung nach. Als nächstes noch ein Buch, das ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen beendet habe. Es ist ein Klassiker, nämlich von Mary Shelley, Frankenstein. Und ich glaube, jeder hat schon mal von Frankenstein gehört, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wusste eigentlich nicht genau, was die Geschichte von Frankenstein ist. Aber in Frankenstein verfolgen wir Frankenstein. Er ist unser Hauptcharakter und er ist, seitdem er jung ist, eigentlich wirklich besessen von der menschlichen Anatomie und allgemein vom menschlichen Körper und versucht dann selbst einen Menschen zu bauen, zu erstellen und er schafft es auch und so entsteht Frankensteins Monster. Aber als Frankensteins Monster dann wirklich lebendig wird, sieht und merkt Frankenstein, oh, das ist eigentlich kein Mensch und das ist eine grauenhafte Kreatur und er möchte nichts mit ihm zu tun haben, aber wie es das Schicksal möchte, bleibt Frankensteins Monster immer in der Nähe von Frankenstein, möchte eigentlich nur wertgeschätzt werden, Liebe erfahren und einfach auch diesen menschlichen Anstand von seinen Mitmenschen erfahren, wie es bei den ganzen anderen Menschen ist, die er beobachten kann. Und wir verfolgen die sehr traurige Geschichte von Frankensteins Monster, aber auch die sehr tragische, dramatische Geschichte von Frankenstein und von seiner Familie. Und ich glaube, aus dem Buch kann man wirklich viel lernen und besonders heutzutage, wo sich sehr viel um das Aussehen dreht und nicht sehr viel um die inneren Werte, ist es, glaube ich, ein sehr spannendes Buch. Und ich muss sagen, meine Erwartungen waren super hoch an das Buch, einfach weil ich von
Freunden und im Internet so viele positive Dinge gehört habe und ich glaube, deswegen hat es mich nicht super krass vom Hocker gerissen, aber es war wirklich trotzdem ein gutes Buch und ich glaube, es ist den Aufwand wert, es zu lesen und man kann wirklich viel lernen und ja, das ist Frankenstein von Mary Shelley. Als nächstes eine Buchreihe, die eigentlich für ein ganzes Genre steht und das ist die Crescent City Buchreihe von Sarah J. Maas. Hier ist der erste Teil House of Earth and Blood und der zweite Teil House of Sky and Breath. Das sind natürlich Fantasy-Bücher und in dieser Buchreihe verfolgen wir Bryce Quinlan. Sie ist halb Mensch und halb Fee und sie ist Teil einer ziemlich großen Freundesgruppe, aber in der Freundesgruppe hat sie ihre allerbeste, beste Freundin Danica. Und Danica und Bryce sind ziemliche Partymäuse, also sie sind jeden Tag gefühlt unterwegs, trinken, nehmen Drogen und dann eines Tages wird aber Danica von einem Dämon ermordet. Und da Bryce ihre beste Freundin ist, wird sie damit beauftragt, den Mord aufzuklären und sie finden ziemlich verrückte Sachen über Danica heraus. Und Bryce war auch wirklich oft enttäuscht, weil sie herausgefunden hat, dass sie Danica eigentlich gar nicht so gut kannte, wie sie dachte. Und Bryce muss den Mord natürlich nicht alleine aufklären. Sie bekommt Hilfe von Hunt Athalar. Und Hunt ist eigentlich ein versklavter, gefallener Engel und hat eigentlich keine Wahl, ob er mit Bryce zusammenarbeiten möchte oder nicht, denn er muss es machen. Und wir verfolgen die Geschichte von Bryce, von Hunt und wie sie den Mord von ihrer Freundin und der ganzen Gruppe, die an diesem Abend ermordet wurde, aufklären. Und es ist wirklich super spannend. Die Sarah J. Maas Bücher sind sehr einfach zu lesen, auch perfekt für Fantasy-Einsteiger. Und ich glaube auch ein bisschen weniger einschüchternd als die Akodar Buchreihe von Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses. Denn diese Buchserie hat, glaube ich, 4 Bücher und eine Novella und ich glaube, mehr Bücher kommen in der Zukunft auch noch und in der Crescent City Buchreihe gibt es bis jetzt 2 Bücher und ich glaube, im Jänner kommt der 3. Teil raus und ja, ich glaube, Fantasy ist allgemein perfekt für den Herbst und ich werde euch auch in diesem Video noch ein anderes Fantasy-Buch vorstellen. Aber zuerst möchte ich noch über einen anderen Klassiker sprechen, der vielleicht mein Lieblingsklassiker aller Zeiten ist und das ist von Emily Bronte, Wuthering Heights. Dieses Buch habe ich auch in einem Lesevlog gemeinsam mit euch gelesen, falls ihr meine Lesereise mit dem Buch sehen möchtet. Und Wuthering Heights ist eigentlich eine Liebesgeschichte, aber es ist eine sehr dramatische Liebesgeschichte zwischen Catherine und Heathcliff. Und wir verfolgen eigentlich das ganze Leben von Catherine und Heathcliff und deren Familie. Sie wohnen in einem sehr schön beschriebenen Ort in Nordengland. Der deutsche Titel ist Sturmhöhe und ich glaube, dieser Titel passt auch perfekt zu dem Buch, denn auch die Natur, die Landschaft, der Ort spielt in dem Buch eine sehr große Rolle. Die Geschichte findet in Nordengland in einem sehr einsamen kleinen Dorf oder vielleicht auch an einem sehr einsamen kleinen Feld statt, wo es immer sehr düster und kalt ist und es gibt nur Bäume und Natur in der Nähe und ich glaube auch, dass die Natur perfekt die Stimmung des Buches einfängt und die Stimmung des Buches ist einfach Herbst. Es ist düster, es ist melancholisch, es ist dramatisch, es ist herzzerreißend und dieses Buch hat mich so überrascht, weil ich auch einfach gar nicht wusste, um was es eigentlich geht. Ich hatte keine Erwartungen an dieses Buch und es hat mich einfach umgehauen. Also Sturmhöhe, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, bitte, bitte lest es diesen Herbst und wenn ihr gar keine dramatischen Liebesgeschichten mögt, dann ist es, glaube ich, nichts für euch. Aber wenn ihr das gerne mögt und herzzerreißende Zitate liebt, dann ist Sturmhöhe perfekt für euch. Und das letzte Buch ist nochmal ein Fantasy-Buch, von dem man auch dieses Jahr wirklich super viel gehört hat. Ich hoffe, euch hängt es noch nicht beim Hals raus, aber ich muss es kurz erwähnen, weil ich es einfach geliebt habe und ich auch denke, dass es wie andere Fantasy-Bücher einfach perfekt in den Herbst passt. Und das ist natürlich von Rebecca Yarrow's Fourth Wing. Und in diesem Buch verfolgen wir Violet. Violet ist 20 Jahre alt und muss jetzt die Entscheidung treffen, was sie mit ihrer Zukunft machen möchte. Und sie wusste eigentlich schon von klein an, dass sie in der Bibliothek arbeiten möchte, dass sie mit Büchern arbeiten möchte, dass sie die Geschichte des Landes studieren möchte. Aber ihre Mutter sagt zu ihr, nein, du musst in den Krieg ziehen, du musst in diese Militärakademie gehen und
Drachen reiten lernen und einfach unser Land verteidigen. Und Violet hat leider auch eine Krankheit, die dazu führt, dass ihre Knochen zum Beispiel sehr einfach brechen. Und deswegen würde man vielleicht auch denken, dass sie nicht in eine Militärakademie passt, wo man jeden Tag um Leben und Tod kämpfen muss. Aber ihre Mutter ist anderer Meinung und Violet hat nichts zu sagen. Das heißt, sie geht in diese Militärakademie und kämpft wirklich jeden Tag ums Überleben. Wie schon gesagt, gibt es in der Geschichte auch Drachen und jeder der Studenten muss einen Drachen finden, an den er sich binden kann. Aber jedes Jahr gibt es weniger Drachen, das heißt, es ist auch immer schwieriger, einen Drachen zu finden, an den man sich binden kann. Und da Violet auch aus einer so wichtigen Familie in der Militärakademie und in dem Land allgemein kommt, ist sie natürlich Ziel Nummer 1 von den anderen Studenten. Sie versuchen ihr das Leben wirklich schwer zu machen, sie versuchen sie umzubringen und dann gibt's da noch Zayden. In dieser Welt, in der wir in Fourth Wing eintauchen, gibt es ein paar Rebellen und diese Rebellen sind gezeichnet mit Tattoos, dass jeder sofort weiß, okay, er oder sie kommt aus einer Rebellenfamilie und man sollte vielleicht eher Abstand von ihnen halten. Und Zayden ist natürlich ein Wingleader, sehr hochgestellt in der Militärakademie und dazu noch komplett skrupellos. Also alle Studenten haben Angst vor ihm. Und Zayden ist natürlich dann der Wingleader von Violet und wir verfolgen ihre Geschichte. Wir verfolgen auch, wie Violet sehr viele Dinge über ihre Familie und auch über das Land, die Militärakademie herausfindet, die sie überhaupt nie erwartet hätte und das auch ihre ganze Welt, ihr ganzes Weltbild verändert. Und ja, es ist eine super spannende Geschichte. Ich habe vor allem die Drachen in der Geschichte geliebt. Ihr wisst, wenn ihr das Buch gelesen habt, was und wen ich meine. Und wie auch die anderen Fantasy-Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe, glaube ich auch, dass Fourth Wing ein perfektes Einsteiger-Fantasy-Buch ist. Und ich weiß, es ist super gehypt und ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn es so krass gehypte Bücher gibt. Aber ich finde wirklich, dass Fourth Wing den Hype wert ist und macht euch einfach selbst ein Bild, wenn diese Geschichte interessant für euch klingt, dann lest sie sehr gerne. Mir hat es wirklich super gut gefallen. Und das waren auch schon alle Bücher, die ich euch vorstellen wollte, die meiner Meinung nach perfekt in den Herbst passen. Ich freue mich schon auf viele super schöne Lesestunden diesen Herbst und ich hoffe, ihr habt auch schon gute Herbstbücher gelesen. Schreibt mir mal gerne eure Herbstempfehlungen in die Kommentare. Wie immer, danke fürs Zuschauen, fühlt euch gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!